Hallo, liebe großen und kleinen Kinder. Na, ich freue mich, dass ihr wieder da seid bei unserer heutigen Märchenrunde hier in meinem Wohnzimmer. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr habt den sonnigen Tag schön verbracht. Und falls ihr euch fragt, ob ich jeden Abend hier ganz alleine sitzen muss. Nein, das muss ich nicht. Mal sehen, ob sie mitmacht. Hier ist meine Mitbewohnerin. Ja. Also, heute habe ich euch wieder ein Märchen mitgebracht. Ihr kennt es wahrscheinlich schon, aber nochmal zur Wiederholung, Rapunzel. Also, hört gut zu. Es war einmal ein Mann und eine Frau. Die wünschten sich schon lange ein Kind und endlich war die Frau schwanger. Aus ihrem Fenster konnte man in einen prächtigen Garten schauen. Er war voll schönster Blumen und Kräuter, aber auch von einer hohen Mauer umgeben. Dort wagte sich niemand hinein, weil er einer Zauberin gehörte, die große Macht hatte und von aller Welt gefürchtet wurde. Eines Tages stand die Frau an diesem Fenster und sah in den Garten hinab. Da erblickte sie ein Beet, das mit den schönsten Rapunzeln bepflanzt war. Ja, für die Jüngeren unter euch, Rapunzeln, das kennt man heute als Feldsalat und schmeckt sehr lecker. Die Rapunzeln. Die sahen so frisch und grün aus, dass sie das größte Verlangen empfand, von den Rapunzeln zu essen. Das Verlangen nahm jeden Tag zu, und da sie wusste, dass sie keine bekommen konnte, so magerte sie ab und sah ganz elend aus. Da erschrak ihr Mann und fragte, »Aber was fehlt dir denn, liebe Frau?« »Ach«, antwortete sie, »wenn ich keine Rapunzeln aus dem Garten hinter unserem Hause zu essen bekomme, so sterbe ich.« Der Mann, der sie sehr lieb hatte, dachte, »Och, ehe du deine Frau sterben lässt, da holst du ihr von den Rapunzeln, koste es, was es wolle.« In der Abenddämmerung stieg er über die Mauer in den Garten. Als er aber die Mauer herabgeklettert war, erschrak er gewaltig. Denn die Zauberin stand plötzlich vor ihm. »Wie kannst du es wagen?« sprach sie zornig. »In meinen Garten zu steigen und meine Rapunzeln zu stehlen, das soll dir schlecht bekommen.« »Ach«, antwortete er, »lasst Gnade vor Recht ergehen. Ich habe mich aus Not dazu entschlossen. Meine schwangere Frau hat eure Rapunzeln aus dem Fenster erblickt und empfindet so große Gelüste, dass sie sterben würde, wenn sie nichts davon zu essen bekäme.« Da ließ die Zauberin in ihrem Zorne nach und sprach zu ihm. »Nun gut, du sollst die Rapunzeln mitnehmen, so viel du willst. Unter einer Bedingung, du musst mir das Kind geben, das deine Frau zur Welt bringen wird. Es soll ihm gut gehen und ich will für es sorgen, wie eine Mutti.« Der Mann sagte in aller Angst zu, und als das Kind auf die Welt kam, so erschien sogleich die Zauberin, gab dem Kinde den Namen Rapunzel und nahm es mit sich fort. Rapunzel wurde das schönste Kind unter der Sonne. Als es 14 Jahre alt war, schloss es die Zauberin in einen Turm, der in einem Walde lag und weder Treppe noch Türe hatte. Nur ganz, ganz oben, da war ein kleines Fenster. Wenn die Zauberin hinein wollte, stellte sie sich unten hin und rief, »Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter!« Rapunzel hatte lange und prächtige Haare. Wenn sie die Stimme der Zauberin vernahm, so ließ sie ihre Haare herunter, und die Zauberin stieg daran herauf. Nach ein paar Jahren trug es sich zu, dass der Sohn des Königs durch den Wald ritt und an dem Turm vorbeikam. Da hörte er einen Gesang, der war so lieblich und schön, dass er anhielt und horchte. Denn das war Rapunzel, die sich in ihrer Einsamkeit die Zeit damit vertrieb, zu singen und wahrscheinlich ihr Haar zu kämmen. Der Prinz wollte zu ihr und suchte nach einer Türe, fand aber keine. Er sah,
dass eine Zauberin herankam, versteckte sich hinter einem Baum und hörte, wie sie hinaufrief: Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Da ließ Rapunzel die Haarflechten herab und die Zauberin stieg zu ihr hinauf. Der Prinz wartete, bis die Zauberin wieder gegangen war, trat an den Turm und rief: Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Alsbald fielen die Haare herab und der Prinz stieg hinauf. Rapunzel erschrak heftig, als ein fremder Mann zu ihr hereinkam. Doch der Prinz, der sprach ihr freundlich zu und erzählte, dass von ihrem Gesang sein Herz so bewegt worden sei, dass es ihm keine Ruhe gelassen und er sie selbst habe sehen müssen. Da verlor Rapunzel ihre Angst. Und als er sie fragte, ob sie ihn zum Mannen nehmen wollte, dachte sie: Naja, der wird mich lieber haben als diese alte Frau. Und sagte ja und legte ihre Hand in seine Hand. Sie sprach: Ich will gerne mit dir gehen, aber ich weiß nicht, wie ich herabkommen kann. Wenn du kommst, so bring jedes Mal einen Strang Seide mit. Daraus will ich eine Leiter flechten. Sie verabredeten, dass er jeden Abend zu ihr kommen sollte, denn bei Tag kam die Alte. Die Zauberin merkte nichts davon, bis einmal Rapunzel aus Versehen zu ihr sagte: Wie kommt es nur? Sie ist viel schwerer heraufzuziehen als der junge Prinz. Der ist in einem Augenblicke bei mir oben. Rief die Zauberin. Was muss ich von dir hören? Ich dachte, ich hätte dich von aller Welt geschieden. Und du hast mich betrogen. In ihrem Zorne packte sie die schönen Haare der Rapunzel, griff eine Schere und ritsch, ratsch waren sie abgeschnitten. Die Alte war so unbarmherzig, dass sie die arme Rapunzel in eine Wüste brachte, wo sie in großem Jammer und Elend leben musste. Am selben Tag noch setzte sich die Zauberin abends in den Turm und als der Prinz kam und rief: Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter, so ließ sie die abgeschnittenen Haarflechten hinab. Der Prinz stieg daran hinauf, wie immer, aber er fand oben nicht seine liebste Rapunzel, sondern die Zauberin. Aha, rief sie höhnisch. Du willst Rapunzel holen, aber der schöne Vogel sitzt nicht mehr in seinem Nest. Für dich ist Rapunzel verloren, du wirst sie nie wiedersehen. Der Königssohn geriet außer sich vor Schmerzen und in der Verzweiflung sprang er den Turm hinab. Das Leben, das brachte er davon, aber die Dornen, in die er fiel, zerstachen ihm die Augen. Da irrte er blind im Wald umher, aß nichts als Wurzeln und Beeren und tat nichts als Jammern und Weinen über den Verlust seiner liebsten Frau. So wanderte er einige Jahre im Elend einher und geriet endlich in die Wüstenei, wo Rapunzel lebte. Er vernahm eine Stimme und sie deuchte ihn so bekannt. Da ging er darauf zu und wie er herankam, erkannte ihn Rapunzel sofort und fiel ihm um den Hals und weinte. Zwei von ihren Tränen aber benetzten seine Augen. Da wurden sie wieder klar, und er konnte damit sehen, wie sonst. Er führte sie in sein Reich, wo er mit Freude empfangen ward, und sie lebten glücklich und ewig bis an ihr Ende. Tja, das war die Geschichte von Rapunzel. Ich hoffe, ihr schlaft jetzt gut, passt weiter gut auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.